die Luft ab. Vor 20 Jahren, um 12 Uhr aus dem Haus und auf die Autobahn. 10er an der Kasse und dann Party hart. Einfach so, weil ich Bock drauf hab. Geht es heute Abend richtig ab. Lieber Wodka E oder Jackie Cola. Auf jeden Fall zwei Shots an der Bar. Einfach so, die besten Soundsystems da. Aus der ganzen RBA. Für Mr. D gehen die Leiters an. Ladies dancen dirty und wackeln mit dem Marschmann. Wann kann man sich wieder in die Arme nehmen? Wann kann man ohne FFP2 shoppen gehen? Wann kann man atmen ohne Bedenken? Ab wann kann man wieder feiern gehen? Wenn du dann ganz oben bist, der Kopf vernebelt, total dicht, die Party aber over ist. Gib mir your Lighter, gib mir some Lighter. Und du dir danach selbst versprichst, ob allein nach Hause oder nicht, der Abend wiederholungspflicht. Gib mir your Lighter, gib mir some Lighter. In diesen Momenten fühle ich mich so frei. Am besten noch ein Wegbier für'n Heimweg dabei. Oder geh ich doch auf der After noch steil. Nur die roten Augen verraten mein High. Wann kann man sich wieder in die Arme nehmen? Wann kann man ohne FFP2 shoppen gehen? Wann kann man atmen ohne Bedenken? Ab wann kann man wieder feiern gehen? Drinnen alle eingeschlafen, draußen heißes Pflaster. Früher so ein Bier im Garten mit den Freunden Standard. Heute Grüße nur vom weiten Meinung einer Straftat. Denn die stellen Sheriffs Nachbarn sofort an den Pranger. Nicht mehr Planer, Einstellung LMA. Traum die Strände von Sansibar. Stattdessen im Wald mit dem Fahrrad. New Life Balance, Tag für Tag. Ohne Witz. Wann kann man sich wieder in die Arme nehmen? Ohne Witz. Wann kann man ohne FFP2 shoppen gehen? Ohne Witz. Wann kann man atmen ohne Bedenken? Ohne Witz. Ohne Witz. Ab wann kann man wieder feiern gehen? Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Meine Gedanken drehen sich nur.